25. August war es endlich wieder soweit. Das Campus Open Air 2021 fand auf dem Hochschulgelände in Wismar statt. Los ging es am frühen Nachmittag mit einem Line-up, das sich sehen lassen konnte. Kein Wunder also, dass auch schon zu so frühen Stunden verhältnismäßig viele Gäste vor Ort waren. Für Julia Heuer, Hauptprojektleiterin von Campus Open Air, ist es eine wahre Erleichterung, dass die Veranstaltung so stattfinden konnte. Denn lange wurde aufgrund von Corona über Hygiene- und Sicherheitskonzepte gesprochen. Aber alle Hürden wurden schließlich gemeistert. Und das dank Unterstützung verschiedenster Akteure. Tatsächlich hatten wir super Unterstützung von der Stadt Wismar, wir hatten super Unterstützung von der Hochschule. Aber ich muss auch ein ganz, ganz großes Danke an das Gesundheitsamt sagen, die uns das im Endeffekt nur möglich gemacht haben. Durch sehr, sehr viele Telefonate, auch außerhalb der Arbeitszeiten am Samstagabend, Sonntagabend. Ich persönlich freue mich eigentlich sehr besonders auf Kool Savas, weil... Ja, ist mein Lieblingskünstler und dementsprechend ist das natürlich dann auch zur Primetime meine halbe Stunde, die ich mir selber nehme. Bevor es jedoch soweit war, spielten verschiedenste weitere Bands und sorgten für Stimmung. Unter anderem die Larrykins aus Goldberg. Das Quartett lädt alle ein, egal ob Punk oder Metalhead, Ska oder Rock. Die musikalische Bandbreite der Nordlichter ist wirklich enorm. Es ist eine selbstbewusste Mischung, die auch beim Publikum Anklang findet. Unbeschreiblich, der absolute Wahnsinn. Wir hätten auch, war eine Stunde Spielzeit, wir hätten locker noch eine Stunde mehr spielen können. Wir waren jahrelang selber Besucher hier und sind hier immer hergegangen. Unser Bassist wohnt in Wismar, von daher lag es immer nahe, das Open Air selber auch zu besuchen. Die Bandmitglieder der Larrykins waren jahrelang selbst Gäste auf dem Campus Open Air. Umso schöner ist es dann, selbst auch hier auftreten zu können. Und nicht nur die Künstler hatten Spaß, wieder einmal vor Hunderten von Menschen zu spielen. Auch das Publikum war mehr als begeistert. Ja, also mega, Atmosphäre super, mit Wetter richtig Glück gehabt, schon richtig Angst gehabt. Musik ist geil. Auch das Einlasssystem gefällt mir, dass man das kontrollieren kann. Und auch von der Stimmung her, muss ich sagen, ist es sehr gut. Die Musik ist super, ja. Klasse. Die Musik, die DJs sind gut. Tolle Auswahl. Bis um 22 Uhr durften die Musiker in diesem Jahr das Publikum beglücken. Mehr als 3000 Menschen waren vor Ort und nutzten die Möglichkeit, nach so langer Abstinenz endlich wieder unbeschwert feiern zu können.